Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin. Ich begrüße euch, ich muss nicht noch rüberholen, zu einem neuen Video. Ich habe von, ja, das ist fast wie mein Name eigentlich, One Audio, also O-D-I-O, eine Anfrage gekriegt, ob ich die Kopfhörer mal testen wollen würde. Die sollen wohl ganz gut sein. Das sind die A70. Wireless DJ Headphone, also so ja DJ Headphone, Dual Cable, Jacklock, Bluetooth Music Sharing, achso, da kannst du so ja, okay, kannst du ja so mehrere Kopfhörer per Bluetooth, Portable Audio und Wireless und Kabel. Ja. Und das ist der ganze Karton. So, seht ihr das? Da steht das drauf. An der anderen Seite haben wir halt nur nochmal die Kopfhörer abgebildet. Und hinten müsst ihr halt einfach mal Pause drücken, dann könnt ihr das lesen. So. One Audio. Ich bin mal gespannt. Ich habe die auch noch nicht ausgepackt. Ihr seid jetzt praktisch live mit dabei. Bluetooth-Kopfhörer. Over Ear steht hier auch extra nochmal. So. Oh, die sind so in einem kleinen Säckchen drin. Heft. Und Kabel. So. Gucken wir mal, was für Kabel da mit bei sind. So, wir haben einen Klinkekabel. Das ist ein Stereo-Klinkekabel. Das könnt ihr daran erkennen, dass da zwei schwarze Striche sind. Das ist Stereo. Der ist mit bei. Dann haben wir einen USB zu USB-C. Nee, Mikro. Mikro, Nano, Nano, okay. Ich kann mir das nicht merken, wie das Ding heißt. Ist jedenfalls kein USB-C. Mini-USB oder so. So. Und dann noch einen großen. Also einmal hier Stereo. Wieder mit den zwei Strichen. Und hier haben wir dann auch so einen dicken. Für die Anlage. Kommen wir zum Herzstück. Ah, ich finde gut, dass eine Tasche mit ist und die fässt sich ein bisschen gummimäßig, kunstledermäßig an. So ein bisschen, also denke ich mal, dass er wasserabweisend sein wird. So, ist da noch was drin? Nein. Oh, hier ist so ja das Logo drauf. Kann man das sehen? So. Und dann haben wir hier die Kopfhörer. Tragetest und so machen wir gleich alles im nächsten Video. Optisch sehen die ganz gut aus. Polsterung, auch Leder, rote Nähte. Aber dann machen wir alles im Hardware-Video. Machen wir gleich alles im Hardware-Video. Ja, also ihr kriegt praktisch die Kopfhörer. Ein Kabel, den ihr an die Anlage anschließen könnt. Also wenn ihr so einen großen habt, einmal einen normalen Klinke für normale Smartphones, die noch einen Klinkeanschluss haben. Und dann natürlich ein USB zu Mini-USB oder Makro, ich weiß nicht, wie das Ding heißt, ich vergesse das immer wieder, zum Laden von dem ganzen Headset. Ich hoffe, da ist auch jetzt noch Energie drauf. Alles Weitere gucken wir uns dann gleich im Hardware-Video an, wenn wir den testen werden. Ich habe mein Handy schon hergeräumt. Und dann werden wir einfach mal ein bisschen Nemesis hören und gucken. Nemesis in der Videobeschreibung verlinkt. Wenn ich Musik höre, dann von Nemesis, findet ihr alles in der Videobeschreibung. Die Webseite verlinkt und alle drum und dran. So, nichtsdestotrotz sehen wir uns dann im Hardware-Video. Ich hoffe, es hat euch gefreut. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen wären Träumchen. Bis gleich. Ahoi, sagt euer Odin.